Ja, Submerged, Folge 11. Ich glaube Folge 11. Nach dieser, ja, bewegenden Folge 10 nehme ich euch jetzt weiter mit auf eine weitere Reise hier in Submerged. Und ich hoffe, ihr seid immer noch dran. Ich habe euch nicht verschrocken mit der letzten Folge, wo ich da so ein bisschen, ja, in Erinnerung geschwafelt habe und so ein bisschen erzählt über und Freundschaften und sowas alles. Aber nun gut, ich sag mal, dieses Let's Play eignet sich eigentlich so auch dafür, dass man so ein bisschen, ja, wir erkunden halt alles. Denn ich sag mal, die Geschichte werden wir ja sowieso zum Ende hin so langsam aufklären. Habe ich ja gesagt in einer Folge, ich glaube Folge 9 war es oder Folge 8. Und da werden wir dann zusammen, da werde ich euch natürlich mitnehmen, werden wir dann so ein bisschen mutmaßen, wie die Geschichte sein können. Oder hätte es, oder wäre, oder wie sie ist von der Stadt. Und dieses Let's Play eignet sich einfach halt, so ein bisschen zu philosophieren über YouTube, über den Stream, Let's Play Live Show und wie gesagt, wer ich bin und ja, hallo, ich bin der Reflex. Schön, dass du da bist. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein Let's Play oder beziehungsweise auch ein Spiel, wo man halt so ein bisschen sich, ja, fallen lässt. So ein bisschen, ja, ein bisschen nachdenkt, so übers Leben. Was hat man schon alles erlebt? Was kann man noch erwarten? Und ich bin ganz ehrlich, ich erwarte eigentlich, ja, noch relativ viel vom Leben. Also ich hoffe natürlich, dass ich, wie komme ich? Ah, hier. Dass wir natürlich noch viel... Ach, hier waren wir noch gar nicht gewesen. Okay. Skyline-Wohnungen. Ach, Skyline stehen da. Ich glaube, ich hab Sunshine, glaube ich, letzte Mal gelesen gehabt. Skyline, okay. Nee, aber dass wir noch, ja, viel, viel mehr tolle Zeiten haben werden. Nicht nur was Let's Plays angeht, sondern auch Livestreame, Let's Play Live-Show, weil jetzt geht's ja erstmal richtig los. Ne, auch so Let's Play Live Show mäßig, so wieder mit neuen Spielen. Und es kommen ja wieder ganz, ganz tolle Spiele. Ich glaube, jetzt, wenn die Folge raus ist, müsste normalerweise, ich schau mal eben, schon drei, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja, da müsste noch, das müsste noch passen. Dann müsste theoretischerweise eigentlich. Moment, ich schau mal eben. Ah, hier ist ein Buch. Oder? Ja, weil es kommt ja Until Dawn, es kommt Mad Max, es kommen so viele tolle Spiele, wo ich euch natürlich gerne mitnehme. Und wir natürlich gemeinsam da Spaß haben werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei seid. Und das, deswegen erwarte ich mir noch sehr, sehr viel. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze noch weitergeht, auch so mit dem Stream und ja, wen ich so ein bisschen vermisse, vielleicht guckst du ja gerade das Let's Play, das weiß ich ja nicht, ist von der einer der ersten Folgen der Let's Play Live schon, wo ich noch Outlast gespielt habe, unseren Pit, den Reiseführer, ich weiß gar nicht, Pit, falls du gerade zusiehst. Ich würde mich freuen, wenn du dich mal wieder blicken lässt im Stream. Hallöchen. Falls du es gerade siehst, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall vermissen wir dich ein bisschen. Weil du warst ja eigentlich auch immer eine treue Seele. Aber gut, mein Gott. Wenn jemand einen anderen Stream besser findet, ist ja auch kein... Ist ja auch nicht so schlimm und kein Beinbruch, ne? So, da hinten ging es jetzt auch weiter, ne? Ich weiß, dass da am Leuchten ist R1, aber das drücke ich jetzt nicht. Weil ich möchte doch noch gerne erstmal nochmal zurück. Ich hoffe natürlich, dass jetzt auf der anderen Seite noch was war. So. Ach, siehst du, Mist. Ich gehe nochmal nach oben. Weil, ich möchte gerne versuchen, die... Hallo? Die Bücher zu entdecken, die uns noch fehlen. Ich hoffe, das sehe ich von hier aus. Ist natürlich ein super Standpunkt. Ja, ganz toll. Ah, Moment. Ah, ein Boot-Upgrade. Ich werd bekloppt. Guck mal einer an. Da
Da ist nichts. Haben wir hier eben schnell geschaut. Da ist eine Kiste. Was ist da hinten? Ach so, eine Palme. Okay. So. Ja, da müssen wir mal gucken. Und ich freue mich auch immer wieder über jeden einzelnen Klick von euch. Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass die Zuschauerzahl von den Boxenstopp-Videos um, ja, 10, also 5 bis 10 Leute sogar gestiegen ist. Und das freut uns natürlich sehr. Nicht nur mich, sondern auch, nicht nur mich, egoistisches Schwein, sondern auch den lieben Herrn Bananenbrunnen, den lieben René Nienchen. Die wir ja, da wir ja zusammen, wie gesagt, Boxen zu aufnehmen, ist ja ein gemeinsames Projekt. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass es euch so gefällt. Hätten wir natürlich nicht gedacht. Wir haben natürlich mitgerechnet, ja, mein Gott, das werden jetzt ein paar gucken. Wir denken, ja, mein Gott, die fahren jetzt da ein bisschen durch die Gegend, quasseln über dies und das und fertig. Ich meine, so ist es ja auch, aber dass es dann doch gut ankommt bei euch, finde ich super. Also finden wir super natürlich. Ich denke schon wieder in der Ich-Form. Und, ja. Ja, und dann läuft ja momentan halt hier Submerged. Was ich natürlich auch sehr, sehr feiere, dass ihr das teilweise natürlich auch guckt. Und ein neues Buch. Sehr schön. So, mal eben kurz geschaut. Da müssen noch zwei weitere sein. Aber die müssten, glaube ich, auf der anderen Seite liegen, darunter. Also rechts jetzt lang. Ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt raufkommen. Das sieht nicht danach... Oder? Doch, Moment. Halt, stopp. Kann es sein, dass wir da nochmal zurück müssen? Zu der Dachrinne? Oder zu dem Wasserrohr, was da war? Hat Rohr gesagt. Ja, ich habe Rohr gesagt. Jetzt schon wieder Rohr gesagt. So. Aber ich gehe erstmal nach oben. Wir können ja immer noch dann dorthin. Läuft ja nicht weg. Uah. Hui. Ich glaube, man kann, glaube ich, gar nicht in dem Spiel sterben. Man weiß es natürlich nicht. Ich will es auch nicht riskieren oder rausfinden. Ah, von hier oben habe ich einen super Ausblick. Da kann ich ja mal eben gucken, ob ich was entdecke. Kein Buch. Ich würde gerne ein Buch entdecken. Hallo? Kann mir jemand sagen, ob hier ein Buch irgendwo ist? Da leuchtet was. Das ist aber ein Überlebenspaket. Ach, das ist das Gebäude, wo wir, glaube ich, schon drauf waren. Warum es nicht markiert hat, verstehe ich nicht. Okay. Verdammt. Naja, egal. So. Hier könnten wir rauf. Da geht es noch mit einer Leiter nach oben. Ich schau mal eben. Und da unten... Die Bücher müssten hier irgendwo sein. Dann gehen wir doch erstmal hier rauf und schauen mal. Hallo? 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 Wieso komme ich da nicht weiter? Ach so. Gar nicht gesehen, da war eine Klippe. Das wäre jetzt schon in die Hose gegangen, wenn man da hätte runterfallen können. Wow. Und... Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich überlasse das euch jetzt erstmal, was das Bild zu bedeuten hat. Und da werden wir, wie gesagt, darüber philosophieren, sobald wir die Geschichte der Stadt enthüllen. Oder versuchen zumindest zu enthüllen. So, wo ist das andere Buch? Hier oben vielleicht? Ich höre ein Überlebenspaket. Moment, wo ist das? Das könnte hier sein, ja. Ich hoffe natürlich, dass es... Uah, dass es Buch... Nein, da unten ist es. Verdammt. Müssen wir erstmal zurückgehen. Moment. Gehen wir erstmal zurück.
Weil das Buch will ich auf jeden Fall haben. Weil es sind dann, glaube ich, nur noch 4 Stück, die wir sammeln müssen. Das ist mir jetzt... Das ist mir jetzt sowas von egal, dass wir zurückgehen. Das glaubst du gar nicht. So. Hui. Und von ganz oben werden wir dann nochmal das Fernglas benutzen. Musst du mich nochmal dran erinnern, bevor ich das vergesse. So. Hui. Hui. So, hier müsste das gewesen sein. La, 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 la. Ach stimmt, das Boot-Upgrade müssen wir ja auch noch sammeln, ne? Uah. Hier war das, ne? Nee, hä? Wo war denn das? Oder war das hier? Wo war denn da? Ach, hier war das. Ah, hier. Gott sei Dank. So, da sind nur noch, ja, noch 9 Bücher. Hallo. Wir haben 51. Plus 9 sind 60. Also noch 9 Bücher müssen wir insgesamt sammeln, um die Geschichte der Stadt zu komplettieren. Also zu completen. Und natürlich werden wir das tun. Und natürlich werden wir weiter auf Bücherreise gehen. Voll der Bücherwurm. Unsere Hauptcharakterin. Ich finde es auch gut, dass man mal in einem Videospiel wieder eine Frau als Hauptcharakter spielt. Genauso wie Horizon Zero Dawn, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ich finde immer, das macht was, weil man spielt immer so oft so Männer und alles und so Kerle. Emanzipation und so, weißt du ja, verstehst du ja, weißt du? Ne? Ja, hätte man die Kamera nicht gehabt, hätte ich das Buch, glaube ich, übersehen. Naja, immerhin. So. Jetzt sind wir oben, jetzt packen wir nochmal das Fernglas aus. Und ich glaube, kann ich das hier markieren? Ja, ist schon markiert. Die Frage ist nur, wo finden wir jetzt noch weitere Bücher? Moment, wir brauchen noch 9 Stück. Unten ist noch 1. Boah, da sind noch so viele Bücher. 9 Stück noch, die wir brauchen. Neun verdammte Bücher. Okay. Also heißt es doch erstmal wieder zurück. Oder? Obwohl, wisst ihr was? Scheiß was drauf. Wir nehmen jetzt ein Überlebenspaket mit. Fertig. Und da haben wir wieder ein neues Überlebenspaket. Und zwar diesmal mussten wir ja was zu essen besorgen für Taku. Und das haben wir jetzt getan. Jetzt kommt wieder ein schöner Ladebildschirm, der uns zurückführt zu der Uhr. Und ich hoffe natürlich nicht, dass wir noch schwächer und noch kranker geworden sind. Deswegen hoffe ich das natürlich nicht. Es geht natürlich ein bisschen weiter mit der Story. Und... Ja. Es ist nicht nur die Hände und die Füße, sondern jetzt auch auf dem Rücken haben wir ein bisschen was gesehen, dass wir ein bisschen... Ja. Wie gesagt, zu den Geschichten möchte ich gerne später noch was sagen. Also zum Ende des Spiels natürlich hin, damit ich ein bisschen... Oh nein! Oh nein! Ich brauche etwas, um diesen Insekten von Taku fernzuhalten. Okay. Na, dann soll er mal nicht so viel in die Hose kacken. Ja. Und wir wurden wieder beobachtet. Es waren sogar noch mehr diesmal gewesen. Es waren sogar 3 Leute, die uns da beobachtet haben.
Und jetzt werden wir mal in diese Richtung reisen. In die Richtung. Da oben steht jemand. Hey, ein Boot-Upgrade direkt vor unserer Nase. Gar nicht gesehen. Ich guck mal lieber. Was, ich frage mich von dir die ganze Zeit, was macht der Typ da eigentlich und was haut der auch wieder ab? Geh weg, husch, husch, verschwinde, du machst mir Angst. Okay. So, nochmal eben schnell auf die Karte geguckt, ich wollte genau mal hier lang, ich glaube hier waren wir generell noch gar nicht gewesen. Wenn wir hier reinfahren, Boot fahren, Boot schwimmen, Boot fahren mit Marzipan. So. Ich schau gerade, ob ich irgendwie so ein Boot-Upgrade entdecke, aber es ist gerade sehr dunkel. Ich hoffe natürlich für euch. Euch nicht so, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr seht wie ich, aber ich glaube, ich bezweifle das. Nein, ich wollte auf die Karte gucken, verdammt. Warte mal, die Richtung. Hä, waren wir da nicht schon? Hier waren wir noch gar nicht. Kann mich gar nicht entsinnen, dass wir hier noch gar nicht waren. Hallo, Framerate. Schön, dass du da bist. Hui. Kein Boot-Upgrade in dieser Nische. Der Delfin ist beinahe in unser Boot reingesprungen. Der will bestimmt mit. Hui. Okay, waren wir tatsächlich noch nicht gewesen, glaube ich. Also zumindest laut Karte. So. Da, ach, da hinten ist wieder. Kann es sein, dass da hinten wieder das Stadion ist? Ich schau mal eben kurz hier, bevor ich jetzt da hinten rechts runterfahre. Vor allem wird es auch schwierig, da natürlich jetzt die letzten Bücher und sowas alles zu finden. Bücher und alles zu finden. Hier kann man klettern. Waren wir hier schon? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Sieht alles, das sieht jetzt alles so aus, als wären wir da überall schon gewesen, aber auch wieder nicht. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Waren wir hier schon? Das ist alles so, wenn man es hätte markieren können, die ganzen Bücher sofort. Also, ich glaube ja, ich glaube hier waren wir, ja, ich glaube hier waren wir schon. Ja. Uah, huch. So. So. Rein ins Boot. Und auf die Karte schnell geschaut. Mal eben nochmal hier lang fahren. Ich glaube, das Gebäude war das, wo wir die Bücher, glaube ich, nicht gefunden hatten. Das eine zumindest. War das das Gebäude? Ich weiß es nicht mehr. Oder war es doch... War es das? Nein. Doch, das war das. Das müsste auf der Seite sein. Und es wird schon wieder Tag. Und wir gehen nochmal hier rauf auf dieses Gebäude. Dunkles Domizil. Stimmt. Da waren wir, glaube ich, in Folge 6, glaube ich. Folge 6 oder 7. War das gewesen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie
hier das Buch hier auf dem Gebäude finden. Das müsste ja... wahrscheinlich wieder was übersehen. Ich übersehe so viele Dinge. Das ist unfassbar. Unfucking fassbar. So. Hopp. So. Uah, nein. Uah. So. Also. So. Dann geht's hier lang. Hier hoch. So, ich gehe jetzt erstmal straight den... Moment, hier gibt es verschiedene Wege, ne, oder? Genau, wir könnten unten lang. Mal eben schnell... Nein, auf die Karte schauen. Da, wo ich jetzt hingucke, ist es... Also, ich könnte natürlich jetzt erstmal versuchen, erstmal hier lang zu gehen. Aber ich vermute mal, dass es wahrscheinlich oben sein wird. Weil hier sieht es nicht danach aus. Und da kommt man auch nicht rum. Das heißt, können wir uns den Weg eigentlich auch sparen. So. Und, wie komme ich denn, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Hallo? Verdammt. Ach so, okay. Puh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht. Ich habe schon gedacht, das war's jetzt. Spiel neu starten. Tilt. Programmabsturz. So, jetzt aber. Da geht's ja nicht weiter, ne? Nein. Uah, bleib doch oben. So. Und nochmal. Alle. Da kommen wir nicht rauf, ne? Nee. Ich dachte, auf dem Haus könnte man was blinken sehen für das... Schon mal runter? Nee, da ist nichts. Okay. So. Dann schauen wir doch mal. Hier geht's auch weiter. Und hier, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Aber ich schaue runter und ich sehe, wie sie sehen, sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Das Buch müsste theoretischerweise hier liegen. In die Richtung. Und da sind wir gerade gekommen, das heißt, es geht jetzt hier, hier weiter. Und hier geht es auch nur nach oben. Und hier gibt es auch keinen anderen Weg. Das heißt, das müsste eigentlich schon der richtige Weg sein. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine Abzweigung, eine einzige Abzweigung, die halt... Die wird, das ist wahrscheinlich einer von dem Balkon wahrscheinlich da oben. Was wir da gerade gesehen am Morgenwinkel. Wahrscheinlich irgendeine einzige Abzweigung, die alles dann verändert. So, hier geht's auch nur nach rechts oben. Tap, 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 tap. So. Und hier haben wir jetzt... Ein Balkon, wo wir aber nicht weiterkommen. Geht nur eine Leiter nach oben. Okay, hallo? Da werde ich doch mal direkt nochmal runterschauen, ob ich irgendwas sehe. Moment, das Buch ist in der Richtung. Darunter müsste das Buch sein. Da unten ist es. Verdammt, wie soll man denn da hinkommen? Verdammt, das ist also die... Ah, hier. Da ist aber versteckt, die Leiter. Hui. Jawohl, sehr... Uah, hallo? Uah. Jawohl, sehr schön. Ja, haben wir das auch. Puh, mein Gott, dann müssen wir noch ein paar sammeln. Das sind noch, ja, 8 Bücher, die wir noch sammeln müssen. Ich schaue nochmal eben durchs Fernglas. Ob wir da nochmal irgendwas entdecken können, aber es sieht nicht danach aus. Förmlich nichts, als wäre hier nie was gewesen. Tja, da müssen wir mal... Müssen wir mal die Augen aufhalten, denn hier auf der Karte habe ich jetzt nichts, was freigedeckt ist. Oder auch im Buch sein könnte. Das heißt, wir müssen suchen.
Das Boot-Upgrade oben links in der Ecke müssen wir natürlich auch noch finden. Und, ja. Es fängt an zu regnen. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Naja, gut. Auf jeden Fall bleiben wir fleißig dabei bei Submerged auf der Suche nach der Geschichte. Es sind noch circa 8 Bücher, die wir noch finden müssen. Danach werden wir wahrscheinlich noch die Boot-Upgrades holen und suchen. Und dann schaltet ihr auf jeden Fall auch wieder ein, wenn es wieder heißt Submerged, Let's Play Submerged. Und ja, dann philosophieren wir vielleicht demnächst mal weiter. Also macht's gut. Ciao.